Was? Svenny. Jagger. Rosi. Heiko. Wir sind die Frieses. Wir sind die Frieses. Leg doch mal das Handy weg. Psst. Ja, ich bespreche das gleich. Hier, meld mich. Tschüssi. Oh, du, das war das Tierheim. Wie bitte? Der Hund, der uns auf dem Campingplatz zugelaufen ist. Ja, Uwe. Ha? Der heißt nicht Uwe. Alle Hunde bei uns hießen früher Uwe. Und er ist mir ja zugelaufen, eigentlich. Ja, weil du nachts um drei vom Wohnmobil immer ja. einen Mockturtle aus der Dose gegessen hast. Ja. Das ist ja wie Feuchtfutter. Naja, auf jeden Fall. Die sagen, die 14 Tage Frist sind um. Ja. Wir können ihn erstmal zu uns nach Hause holen. Wie bitte? Ja, nur als Pflegestelle erstmal. Aber, weil er ging mir nicht mehr aus dem Kopf und... Sag mal. Kommt Uwe oder was? Ist ja geil. Moin, Leute. Der heißt nicht Uwe. Ja. Moin. Ich dachte mehr an sowas wie Chico oder Cookie oder Baloo. Oh, ich muss gleich kotzen. Was ist mit dir denn los, Svenny? Mein ganzes Leben wollte ich einen Hund und durfte nicht. Und jetzt, yep. wo ich vom süßen Nektar der Freiheit koste und Zeit für Dinge brauche... Es ist doch auch noch gar nichts entschieden. Ja. Ich habe mir aber ganz unverbindlich einen Gassiplan gemacht. Ja. Und Oma ist ja auch den ganzen Tag hier. Ich bin Berufskraftfahrerin. Ja, also wie gesagt... Du bist ja auch viel zu Hause. Warum wollt ihr uns in eine Töle ans Bein binden? Nachher furzt er rum und alles macht er kaputt. Svenny. Knabbert alles an. Ja, so einen haben wir ja schon. Svenny. Ja, ihr könnt mich mal. Natürlich. Die vom Tierheim sagen, es ist zu 70% ein französischer Bullpinscher. Und das ist ja ein Trendhund, richtig? Oh, ein Bullpinscher. Also, aber sicher sind Sie sich nicht? Nein, da sind Sie sich ganz sicher. Aber von was nur die letzten 30% sind? Das wissen Sie nicht. Weil er hat noch so eine kleine Naturkrause zwischen den Ohren. Wieso ist er denn überhaupt im Tierheim? Du kannst so einen Hund doch nicht einfach mitnehmen sofort. Nachher gehört er noch einem und... Ja, das ist wie mit dem Schuhschrank von den Krügers. Wie bitte? Mutti. Ja, als die Krügers hier eingezogen sind, ewig her, dann standen Möbel vorne am Gartenzaun und ich dachte, das ist Sperrmüll. Oh, und am Ende hast du ihn dann zurückgegeben und voll Nerv und... Ja, nein, das war mir einfach zu unangenehm. Oh. Die hatten ja schon Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Usi. Du, das wäre doch auch ein schlechter Start für uns geworden, weil der war ja auch mit Schuhen voll und... Ja, also, ich glaube es nicht. Ja, das ist eines der Geheimnisse, die für immer im Keller in der Wand hinter Omis Sauna ruhen. Ja, also, können wir nicht einmal wie eine normale Familie sein? Es geht hier um ein Lebewesen. Ja, Uwe. Er heißt nicht Uwe.